Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 in Singleplayer auf der Elbtal. Ja, ich habe hier ein bisschen Testfahrt durchgeführt, dass wir hier mit unseren Erntemaschinen hier drüben die Halle reinkommen. Ja, wir müssen hier hinten deutlich mehr Punkte machen, denn man könnte mal hier rausfahren mit der Maschine. Durch diese Knicklenker, ich sag mal, die holen ja noch weiter aus wie die LKWs, was wir gestern zum Schluss noch geguckt hatten. Ne? Und da sieht man hier schon, ich habe hier deutlich mehr Punkte machen müssen. Ich habe hier auch einen Abzweig nochmal gemacht. Noch einen dazwischen, weil der lenkt sonst nicht rum. Ne? Der fährt, der peilt den nächsten Punkt an. Der fährt voll gegen die Wand. Wir können mal hier gucken, wenn wir hier alle 10, wenn wir so, alle 10 ist ja praktisch so, wie wir es jetzt hier haben. Ne? Also wie wir es eingefahren haben, dass noch nicht mehr Punkte auf der 11 habe ich schon zusätzlich welche eingefügt. Und an der 3, an der 12 habe ich oben auch noch hier ein Stück Pipeline gemacht, damit er nicht so kurz hier rumfahren muss, sondern damit ihr oben noch mal, damit er hier hinten lang fährt sozusagen. Ne? Aber wir probieren mal hier die 10, da können wir uns das mal angucken, was dann nämlich passiert, wenn wir, wenn da nicht genügend Punkte sind, weil er peilt schon den nächsten Punkt weiter vorne an und fährt den direkt an und dadurch fährt er voll ins Tor. Ne? Hier sieht man, ich habe hier nicht den Abzweig genommen, ich habe sondern hier noch eine Pipeline gemacht, sodass er hinten lang fahren muss. Dann kommt er von hier gefahren und fährt dann rum. So, und jetzt sieht man, er peilt hier, ich weiß nicht, sieht man das, die weiße Linie? Ne, sieht man nicht. Jetzt peilt er den Punkt an, jetzt peilt er den an, lenkt. Ach, er kommt am Schild nicht mal rum. Ja, doch. Aber jetzt peilt er schon vorne nichts an und fährt ihm voll gegen das Tor. Das wird so nichts, ne? Mit dem Schild habe ich überhaupt nicht bedacht. Oder beziehungsweise ein Display ist es ja, nicht Schild, ne? Da müssen wir generell gucken. Aber wir können mal hier nicht die 10 nehmen. Wir nehmen mal die 9, da bleiben wir definitiv nicht am Display hängen. Und dann können wir ja mal die 11 nehmen, wo ich mehr Punkte eingefügt habe. Dort funktioniert es dann nämlich, ne? Weil er immer wieder den nächsten Punkt anpeilt und er merkt, er ist zu weit draußen, er lenkt dann eben entsprechend weiter zurück und trifft dann aufs Tor, ne? Da ist es eben ein Vorteil, mehrere Punkte zu haben, ne? Jetzt peilt er den Eckpunkt an, jetzt lenkt er rüber, jetzt hatte den, jetzt peilt er den an und jetzt peilt er vorne den nächsten an, da fährt er eben voll gegen das Tor, ne? Und wenn wir dann einfach mehr Punkte reinmachen, wie hier auf der 11. Oh, jetzt sehe ich nichts. Was ich durchs Tor. Ne, jetzt fahre ich selber gegen das Tor hier, ne? So, wenn wir hier die 11 nehmen. Ne, 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 du musst nicht hier über einen halben Hof fahren. Das reicht, wenn du hier lang fährst. Weil ich würde schon hier drüben dann die Drescher und die Erdfruchternte reinstellen. Ja. Und dann müssen wir gucken, wie Platz ist. Ne? Weil ob wir 6 Erntemaschinen haben, weiß ich noch nicht. Ne? So, jetzt sehen wir, er peilt hier schon den zweiten Punkt an, den ersten, jetzt den nächsten, dritten, jetzt den vierten, den fünften, den sechsten und dann fährt er eben schon Richtung Tor. Er ist deutlich weiter links und kommt so durchs Tor durch. Zwar gerade so, aber es geht. Ne? Das wird ja erstmal so weit funktionieren. Müssen wir halt noch Punkte einfügen. Mein Haltepunkt ist ein bisschen weit vorn für das Gerät, weil es guckt Schneidwerk minimalistisch raus. Ne? Also wir könnten das Tor nicht zumachen. Aber die müssen wir dann individuell aufgrund der Erntemaschine vielleicht noch anpassen. Ne? Wir lassen ihn erstmal hier stehen. So, wir gucken mal, wie weit die Sämaschine ist. Ich habe vorhin gesehen, die war sich Saatgut holen. Ne? Halt, hier können wir anlassen. Das können wir ausmachen. Und hier müssen wir. Hier sieht man eben, ich habe, weil er hier nicht rumkommt, das schafft er gar nicht. Ne? Habe ich hier einfach eine Pipeline gemacht, wo praktisch der Punkt dorthin geht. So dass wir hier auf die 12 fährt. Der muss definitiv hinten um die andere Halle. Die anderen können hier lang fahren. Ne? Ist so, macht nichts, ne? Halt ein bisschen weiterer Weg, aber das spielt ja keine Rolle, ne? So, dann fügen wir uns mal hier noch einen Punkt ein.
Und dort noch ein. Und dort noch ein. Und dort auch noch einen. Können wir das rauslöschen? Wenn wir bloß gucken hier, das ist wieder hier von krumm nach schief, Holger, ne? So, hier nehmen wir auch noch einen zusätzlich. Muss natürlich den hier weglöschen, ist klar, ne? Habe ich den da vorne jetzt mitgenommen? Ach, den habe ich auch noch nicht. Weil man könnte jetzt auch hergehen und könnte sagen, ich ziehe die Punkte hier einfach hier so ein, zack, ein Stück weiter rüber. Dass er noch gezwungen wird, weiter rüber zu fahren. Ne? Aber ja, kann man machen. Wir müssen das dann mit dem Thresher testen. Wir gucken mal, ob der Thresher hier rumkommt, ob er das packt. Den können wir ja mehr auf die 12 schicken. Und dann gucken wir mal, wie weit unsere Sämaschine ist, denn ich habe vorhin geguckt. Ach, sie ist wieder da. Vorhin war sie nicht gerade losgefahren, Saatgut holen wahrscheinlich. Düngerstreuer ist fertig, ne? Düngerstreuer ist fertig. So, ach, die müssen wir natürlich noch umnennen, die Parkplätze hier. Nicht ein 1, sondern 01, ne? Was habe ich jetzt gesagt? 12, ne? Achso, warte mal, der fährt sonst einen Ehrenrund auf den Hof. Ich meine, wir müssen schon hier hinten hin. Ob das Wegfahren klappt, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir dann mal angucken. Er muss ja schon hinten lang fahren, weil sonst kommt er ja gar nicht hin. Weil das Wegfahren, da müssen wir separat mal gucken, ob das funktioniert. Hier geht jetzt bloß drum, ob er Start nur noch einschlägt, um dort durchs Tor zu kommen. Wir haben nicht mehr Platz, ne? Mit dem Display dort, da weiß ich auch nicht, was ich mache. Weil es könnte schon sein, dass der Thresher das besser meistert. Weil er einfach hinten die Lenkung hat. Ja doch, der fährt ordentlich. Ah, gerade so. Doch, er... Oh ja, das ist ja hier... Passt noch Begrenzungslichter oder abgefahren. Aber das passt soweit. Er hat natürlich kein Schneidwerk dran, dann passt er auch vorne rein. Ne? Dann würde das hier halt... Ich will aussteigen. Ich bin gefangen, ich bin gefangen. Gefangen. Und der könnte selbst noch weiter vorfahren. Aber es würde schon zugehen hinten. Warum kann ich das Tor nicht zumachen? Geht es nur von innen? Gehen. Muss ich auch den Bauch einziehen, wenn ich dann hier durch will. Naja, gut. Aber ich glaube, wir lassen die Tore eh offen. Auch nicht, wenn wir mal hier einen strengen Winter kriegen, müssen wir vielleicht auch mal zumachen. Ne? So, dann räumen wir mal den Kalkstreuer weg. Der Kalkstreuer hat auch einen Parkplatz. Ne? Können wir den idealerweise einfach hinschicken. Denn krank ist er, repariert ist er. Wie gesagt, die Abfahrlinie hier passt, das müssen wir uns noch angucken, das weiß ich nicht. So, hier wollen wir Hafertrink laden, aber erst am nächsten Tag machen wir das. So, ihn schicken wir jetzt zur 55. Hier, Aussetzer, ich sehe es da schon wieder, Aussetzer. Das sieht ganz gut aus, ne?
Wenn die 55 ist gemulcht und gekalkt. Achso, wir müssen Gras anschalten. Und muss einfach nur noch gedüngt werden. Dann am nächsten Ingame-Tag muss die drei Gerstefelder düngen. Ne? Und spritzen. Oder? Nee. War bei allen drei Steine gesammelt? Weiß ich gar nicht. Ja, 55. Der Kurs kann raus. Ja, der Kurs kann auf alle Fälle raus. Hammer und Kurs für die 55, das ist auch gut möglich, ne? Ja, müssen wir eigentlich haben, das düngen wir nicht das erste Mal, das Feld. Für den laden wir auf jeden Fall. Eine Übergabe ist ja nicht an, ne? Denn ich möchte jetzt nicht über die Nacht düngen. Zur Komposter ist klar. Spezialfutter braucht Natriumchlorid, das ist auch soweit klar. Milch ist klar. Ach, Kuhstallfütterungsroboter braucht Heu, okay. Dünger und Saatgut braucht auch Mix 1, ne? Das sind alles Sachen, die können wir am nächsten Ingame-Tag gucken. Hier in der Mitte ist eine Stelle, ne? Und gleich die Klettkelle auspacken hier. Da drüben und hier in der Mitte. Obwohl man die in der Mitte nicht auf der Übersichtskarte gesehen hat. Ach, da ist noch eine hier. Definitiv, ne? Ja, das können wir vernachlässigen. Das ist bestimmt beim Umsetzen. Das ist nicht so tragisch, aber hier draußen ist es ja wieder irre. Kriegt man das jetzt wenigstens alles schon mit? Okay, das funktioniert soweit. Wo ist er denn? Trecker verschollen. Oben muss er da sein. Dort, genau. Von der Pferde. Also für das Feld haben wir keinen Kurs gehabt. Da gab es noch keinen. So, das hier hat er gleich mitgenommen, das passt soweit, da brauchen wir nicht nochmal gucken. So, jetzt gucken wir nochmal, das ist jetzt hier roter Punkt, ne? Also geht die Reihe so runter. Nächster Wegpunkt, nicht erster. Ich weiß, wir hätten auch die Zeit hochstellen können, aber wir schlafen eh nachts. Ich meine, gut, kommen vielleicht die Produktion nicht alle hinterher, aber das soll mal nicht ganz so schlimm sein. So, das funktioniert. Also hätten wir es nicht geklettet, hätte er immer weiter dort ausgesetzt. Das habe ich auch schon ausprobiert. Warum auch immer. Ne? Und das hier war ja definitiv... Ach, hier unten auch. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Moment, dann müssen wir das mal noch schnell reparieren. Ja, komm.
Obwohl ja die CP-Linie gar nicht so hucklig aussieht, ne? Ups. Jetzt habe ich falsch geklickt. Moment. Sehe ich nämlich hier nichts mehr. So. Nächster Wegpunkt. Gut, das nimmt man. Der Fitzel dort, das ist vom Umsetzen, ey. Das können wir echt vernachlässigen. So, gucken, ob er das hier mitnimmt, dann geht es zum Hof. Dann geht es Richtung Nacht, Richtung Oktober. Gut. Passt soweit. Kannst du einpacken hier. Ich weiß nicht, Saatgut würde sich fast nicht mehr holen, oder? Wir müssen ja erst wieder im neuen Jahr ansehen, ne? Da sagt man mal hier einfach Werkstatt und lassen wir sie voll machen. Ah, weiß ich nicht. Soll er selber machen, wie ihr denkt. Wir haben den EZ-Tool erstmal alles möglich wieder einzustellen und so organisieren, vor allen Dingen, dass wir das alles geregelt kriegen. Ja. Der Kurs kann raus, den brauchen wir nicht mehr. Gut, irgendwas vergessen? Nö. Eigentlich nicht. Die Kurse einfahren bin ich natürlich nicht fertig. Ja gut, das mache ich. Guck mal, ich mach's noch irgendwann. So, oder spulen wir bloß. Ne, wir schlafen. Wir speichern natürlich mal vorher vorm Schlafen. Das geht sich eigentlich immer ein. Nicht, dass wir uns nicht, dass wir nicht wieder aufwachen. Ne? So, Oktober 8 Uhr reicht oder machen wir 9 Uhr? Wir haben viel zu dreschen. Also wir machen 8 Uhr. Wir machen 8 Uhr. Für 199, 173 sind noch übrig geblieben. Da war irgendwas abgezogen hier. Einnahmengebäude. Was kriegen wir denn da? Und ach, hier hinten bestimmt PV auf der Halle, ne? Die hier hinten steht, ne? So, Paletten ist natürlich was verteilt worden. Ah, die Milch reicht noch vor 37 Minuten. Da sieht man eben, dass Revamp da nicht hinterherkommt, wenn man so schnell spult, ne? Es ist zwar dann ein bisschen was produziert worden, ne? Falsche Taste. Da. Und zwar, wir besitzen jetzt 576.000 für den Hafertrink. Da steht unser Drescher. Ich kann ganz deutlich sehen. Ne? Oh, die Sahne ist schon bei 802.920 Bestpreis Januar. Ja, könnte man schon fast schwach werden und die auch noch verkaufen. Ne? Aber mal schauen. Aber hier, wenn wir gucken, schon wieder hier Karotten, Erdbeersaft, hier ist schon wieder schick, schick. Ne? Schick, schick, kann ich also sagen. Aber Hafertrink ist natürlich hier, da kriegen wir nicht mal alles mit einmal fort, müssen sogar zweimal fahren. So ein Pech aber auch, ne? Aber es ist Höchstpreis, ne? Sogar über den Höchstpreis dort sind wir drüber. Wir müssen zum Hotel. Ne? So, guck mal gleich mal, wo ist denn hier der LKW? Da ist er doch. Achso, der steht hier auf Drescher abfahren immer noch. Den werden wir auch so stehen lassen auf Drescher abfahren. Wir laden erstmal hier Hafertrink ein. Wir kriegen nicht alles weg, wir müssen zweimal fahren. Ne? Deshalb stellen wir den hier auf. Wo mussten wir jetzt hin? Hotel Sonnenblick, ne?
War das jetzt richtig oder bilde ich mir das bloß ein? Halt. Ne, Taste war der richtige. Ja, das Feld. Hotel Sonnenblick. Genau. Und dann kommt er hierher zurück und dann holen wir das nächste. Weil wir sind im Oktober oder wir verkaufen nur die eine Ladung. Müsste eigentlich mit dem, was wir auf dem Konto haben, vielleicht auch noch von Treasure reichen. Das müssen wir uns angucken. So, er ist Richtung 55, noch nicht mal angekommen auf der 55. Ne? Da können wir natürlich hier die Übergabe einschalten. Da kann er dann am ersten Wegpunkt anfangen zu düngen. Seemaschine kommt zurück. So, das wird irgendein Abfahrer hier. Das werden wir auch als Abfahrer brauchen. Dann das andere müssen wir mit dem LKW so mehr oder weniger erledigen. Oh, Milch fahren. Gülle und Gülle und Mist dann wahrscheinlich, ne? Was haben wir denn überhaupt an Gülle bei den Kühen? 57.000, naja, ist nicht die Welt, ne? Ist nicht die Welt. Ach, im Kuhstall ist aber immer noch kein Stroh drin, ne? Oder nicht genug. 28.000 Liter Milch haben wir, das ist auch nicht toll, ne? Vielleicht hätten wir die Nacht wirklich durchspulen sollen. Ja gut, aber es wird, das wird. So, mit was fangen wir denn an zu dreschen? Wir gucken erstmal hier noch auf die Felder. Ja, wie Sie sehen, das was erntereif ist, ist fast alles uns. Wahnsinn. Oh ja, und die Zwiebeln hat die KI schon abgeerntet. Ich habe es geahnt. Schade, dass die da so eilig war. Also unsere Zuckerrüben sind erntereif. Unsere Zwiebeln sind erntereif. Der Soja ist dringend erntereif. Jo. Die Karotten erst nächsten Monat. Ne? So, und die Grasfelder werden auch zweite Erntereif, das hat auch zweite Erntereifstufe, ne? Ja, wird es Missionen geben. Also Erntemissionen können wir eigentlich vergessen. Das Ballenpressen, ja, kann man sich überlegen, ne? Aber irgendwas ernten, das können wir knicken. Da müssen wir ganz viel Zeit haben. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen... Ich habe eigentlich noch so ein bisschen spekuliert, ne, auf das Zwiebelfeld, aber schade. Genau, das hier oben ist auch abgeerntet. Ne. Ja, dann bleibt es bei diesen Zwiebeln, die wir nur selber besitzen. Ne. Da brauchen wir natürlich auch einen Abbauer dazu. Ne. Und da würde ich sagen, da schicken wir den erstmal hoch zu Feld, weil ich nach der Feldnummer gucken. Ne. Feld 10, dass wir erstmal hier das Soja ernten. Ne. Er ist noch nicht angebunden, wir müssen ihn ein Stück vorfahren. Ne? Oh, es ist Haferdrink wurde verkauft, ne? Das muss auch noch hier sortiert werden, das wird ein heilloses Chaos hier, ne? So, was gibt man den Abfahrer? Soja wird nicht so dolle werden vom Erdpark, ja. Er wird hier Feld 10 Abfahrer. Drescher Abfahrer. Hier Feld 10. Und am Hofsilo bringen, würde ich sagen, oder? Vergleichen die Molkerei. Ne, Hofsilo machen wir erstmal hier. Getreidesilo-Anlieferung. Ne? So, kannst du hinterher. So, und mit ihm hier. Na? Mein Schlüssel passt wohl nicht hier. Warum kann ich nicht einsteigen? Doch. Fahren wir Richtung Zwiebelfeld.
waghalsiges Überholmanöver, ne? Wir müssen mal gucken, wo der AD-Punkt ist, wo wir dann ansetzen. Ach, da vorne, okay. So, klappen wir mal auf. Müssen natürlich Schneidwerk senken, ne? Das geht eben einfach besser dann. So, hier werden wir einen Kurs berechnen. Denn hier haben wir definitiv noch keinen. Ui, ich sehe wieder nichts. Mal ausschalten. Feld erkennt er die 44, das passt soweit. 10 Vorgewände, ja, das lassen wir alles so. Das lassen wir alles so. Wird sowieso spannend hier oben dann, ne? Ja, er wird ganz schön viel rangieren, aber was soll's. Das geht schon. So, speichern wir natürlich dann. Erstens müssen wir einstellen, Feld 44. So, erster Wegpunkt. Und dann speichern wir das Ganze dorthin. Drescher 2,8 Meter und jetzt hier Feld 44. Wieder großes E geworden. So, und er braucht erstmal mindestens einen Abfahrer hier Richtung Hof. Dass wir dann womöglich noch zwei Abfahrer haben, und zwar den beim Kalkstreuer und den John Deere. Oder nehme ich den John Deere hier zum Richtung Hof? Der ist nicht ganz so schnell. Ne? Da kann man den T8 und den Fendt dann nehmen, um die Sonnenblumen abzufahren. Obwohl. Brauchen wir da zwei? Ja, Klaas ist ja auch noch da. Wir haben doch zwei Anhänger, nee, drei Anhänger plus LKW-Anhänger, ne? Ja, da könnte man schon ein bisschen mehr Abfahrkapazität. Also wird man was zusammenkriegen hier, ne? Wir lassen ihn erstmal hier zum Drescher abtanken, Feld 44. Alexion ist angekommen und natürlich Hof ins Erdfruchtsilo. Ich denke mal, da gehen die Zwiebeln rein, ne? Feld 10. Ja. Und? Nee, das ist der Zug. Ja. Hängt nochmal das Teil ab. Gut. So, ja, ein bisschen Boden pflücken, ne? Elegant daneben gefahren. Ne?
Ab hier werden wir einen Kurs berechnen. Ich würde sagen, wir können ihn erstmal ausmachen. Weil nämlich Volk ist nämlich eh rum, ne? Ja, so schnell geht das, ne? Aber, beziehungsweise, haben wir Feld 10 im Kurs? Ne, wir haben doch kein, Drescher 13,5 Meter? Ne, Feld 10 haben wir noch nie gedroschen. Quatsch, nicht zurück. Ich hätte doch eigentlich bloß wieder auf den anderen Reiter gehen müssen. Bei Vorgewende, Vorgewende zuerst 15. Bete. Ja, bleibt so. Naja, geht so. Gut, aber ihn werden wir dann morgen erst losschicken in der Folge. Den Kurs werde ich jetzt noch speichern. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir hier noch so zwei Kollegen herankriegen für den Treasure hier. Ne? Ein wieder Nummer 2 drauf. Das wäre das Optimale. Aber das können wir uns alles morgen angucken. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und tschüss.